Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Wollen wir Penny mal nochmal eine Pflanze geben hier? Danke, sieht nett aus. Ich hoffe, du hast deine Schritte geübt. Morgen ist der Blumentanz. Oha. Ja, dann werden wir dann mit ihr wohl mal tanzen. Hallo Thomas, morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst an dem Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Bürgermeister Lewis. Ja, wir kümmern uns erstmal hier um die Pflanzen. Dann ist auch wieder was fertig. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal schaffen, was anzubauen. Ich glaube, bis 28 geht es nur. Ja, lassen wir das mal. Große Ziegenmilch, yay. Okay, hier ist auch alles beim Alten. Ach, jetzt haben wir wieder vergessen, das Tor zuzumachen hier für die Kühe. Was passiert denn, wenn wir das Tor jetzt einfach schon mal zumachen? Mal sehen, ob sie dann wieder reinkommen oder nicht. Bevor wir das wieder vergessen. Unser Käse ist wieder fertig und wir wollen aber mal gucken, dass wir hier natürlich auch die Sachen noch mal auffüllen. Ja, das war's dann nämlich auch schon. Oh, da hatte jemand noch Hunger. Füllen wir den vielleicht lieber noch mal auf. So, die Hühner können auf jeden Fall draußen bleiben. Hat sich hier die Kuh schon in den Hühnerstall verehrt. Ja, die Kühe und Ziegen und sowas suchen sich halt ihr Essen. So, wir hatten doch irgendwo noch einen Hasen. Wo ist der denn hin? Da hinten. Der eine Hase scheint schon groß zu sein. Okay, haben wir scheinbar auch schon gestreichelt. Sehr gut. Da haben wir Wolle. So, das packen wir rein. Das können wir hier mit reinpacken. Und mal sehen, was wir hier noch so Schönes haben. Okay. Ah.
So, dann verkaufen wir die ganzen Sachen mal. Und ja, wir können uns mal auf den Weg in die Wüste machen, Leute. Und ich würde da gerne die prismatische Scherbe mitnehmen. Jetzt kommt sie nämlich zum Einsatz. Und ich finde die Möglichkeit, diese einzusetzen, eigentlich ganz gut. Ja, wer fährt den Bus? Pam. Die mit dem größten Alkoholproblem. So, wir müssen leider ein Ticket natürlich kaufen hier für 500 Gold. Ja, ist noch relativ günstig gehalten eigentlich, finde ich. So, und da sind wir auch schon. Ja, hier haben wir leider kein Pferd. Und wir erinnern uns aber auch, wir hatten eine Geheimnotiz. Ich kann sie ja nochmal aufrufen. Mal sehen, ob ich die finde. Hier. Seht mal, kommt euch das bekannt vor? Also wir sollen hier mal umgraben und bekommen hier eine merkwürdige Puppe. Gut, er kann uns sicherlich mehr darüber erzählen. Und hier gibt es einen kleinen Laden, Oasis heißt er. Ein Kunde. Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst wie der neue Hofbesitzer aus, über den Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sterntautal wieder. Oh, ich bin so froh. Ja, bitte schau mal wieder vorbei. Hier draußen wird es mir oft sehr langweilig. Und ja, hier hinten steht ein Türsteher. Da kommen wir leider nicht rein. Der hat auch nicht viel zu sagen. Gucken wir doch mal, was hier so Schönes hat. Sternfruchtsaat. Wächst in 13 Tagen heran. Wir nehmen mal ein paar mit. Rote Beete. Rhabarber. Minzbluse. Wandleuchte. Ja, hier, die Dame hat immer mal ein Kleidungsstück parat. Ja, Sternfrucht würde ich dann ganz gerne im Gewächshaus anbauen, Leute. So, Rhabarber kriegen wir nicht mehr hin. Und rote Beete müssen wir mal gucken, ob eines von den beiden dann vielleicht mal die Rüben sind. So, für die Sternfrucht investieren wir zwar ordentlich Geld, aber wir bekommen auch ordentlich Geld wieder raus. Guck mal hier. Nanu, was sind denn das für Säulen? Muss man da etwa mit einer prismatischen Scherbe in die Mitte gehen? Können wir ja mal testen. So Leute, wir bekommen das Galaxieschwert. Die prismatische Scherben formen sich vor deinen Augen. Diese Kraft ist überwältigend. Du hast das Galaxieschwert gefunden. Ja, und schaut mal, unser jetziges Schwert 30 bis 45 Schaden. Minus eine Geschwindigkeit und plus 10 kritische Kraft. 60 bis 80 Schaden plus 4 Geschwindigkeit. Also es ist schon um einiges besser hier als unser altes Schwert. Ja, Schwertstufe 13, Schwertstufe 6. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Das Galaxieschwert ist das beste Schwert im Spiel, Leute. Und deswegen bewahrt euch die prismatische Scherbe auf, wenn ihr eine finden solltet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier gibt es noch einen Händler, da können wir allerhand Sachen eintauschen, zum Beispiel hier diese Omnigeoden, da können wir hier einen Artefaktfund dann zum Beispiel für kaufen. Ein Schmied kann diese für dich öffnen, diese Funde enthalten oft alte Relikte und Kuriositäten. Teleport, Totem, dreifacher Espresso, da können wir gegen einen Diamant das Ganze hier eintauschen. Was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, auch für die Rubine, finde ich ziemlich heftig. Bomben können wir hier kaufen, Fasern. Schmetterlingsstall.
Benötigt 200 Fledermausflügel. Ich glaube, die haben wir sogar schon. Einen grünen Turban. Ja, also ihr seht schon, man kann hier so allerlei Sachen auf jeden Fall eintauschen. Allerdings gegen Gegenstände. So, und wir haben ja auch noch den Schädelschlüssel am Ende der ersten Mine bekommen. Und schaut mal hier. Ja, Schädelschlüssel mit Totenkopf hier. Du steckst den Schädelschlüssel in das Schlüsselloch. Es passt er passt perfekt. Ja, und hier haben wir dann eine neue Mine. Achso, die kriegen wir, glaube ich, nicht tot. So war das. Den müssen wir ausweichen. Und das hier sind hier die Fledermäuse der neuen... Höhle. So, wir haben, glaube ich, auch eine neue Quest bekommen. Nee, noch nicht. Okay, Amaranth brauchen wir auch noch für Mani. Ja, die sind noch ein bisschen stärker hier natürlich, die Monster. Ihr seht das ja schon. Und hier gibt es jetzt auch so Riesenschleime. Die teilen sich dann nochmal auf in mehrere kleine. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wir sind gleich schon tot. Das war kein guter erster Start hier für die Höhle. Aber bevor wir sterben, verlassen wir die Höhle lieber wieder. Ja, hier macht es dann auf jeden Fall Sinn, auch mal Essen mitzunehmen, damit man seine Gesundheit wieder hochheilen kann. Wir haben aber jetzt auf jeden Fall schon einiges hier gesammelt. Vor allen Dingen das Schwert, das hat sich gelohnt. Die Sternfrüchte haben sich gelohnt. Oh, da oben habe ich eine Kokosnuss vergessen. Schade. So, Spirit fragt sich, wo du warst. Wir waren nur mal kurz weg. Ja, Gunther hat sogar noch auf. Lass uns doch mal die Puppe kurz hinbringen. Das Museum. Hier vergeht die Zeit dann nicht, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Gehen wir mal kurz in die Stadt. So, und hier können wir dann die nächste Puppe spenden. Ja, Penny steht da draußen und wartet. Worauf auch immer. So, mit dem Schwert haben wir es jetzt auf jeden Fall in unserer Mine schon um einiges einfacher. Die Monster müssten größtenteils mit einem Schlag down gehen. Ja, und wie gesagt, in der neuen Mine ist das Schwert auch nicht schlecht. Ja, was heißt nicht schlecht? Es gibt kein besseres. Deswegen ist es eigentlich recht gut sogar. So, Kaktusfrucht haben wir hier. Holz, Höhlenkarotte kann hier mit rein. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so exotische Früchte schon mal irgendwo haben. Ich guck gerade mal. Ich glaube nicht. Okay, hier haben wir eh die Blumen drin. Dann lass uns hier mal die Früchte mit reinpacken. Also wir sammeln auch wieder so viele, dass wir dann mal auf 5 kommen, die wir uns so aufbewahren. Und ja, sonst haben wir jetzt hier gerade nicht so viel zu tun. Wir brauchen ein bisschen Geld. Ich würde nämlich ganz gerne im Gewächshaus natürlich den besten Dünger dann haben wollen. Deswegen gehen wir mal schlafen, Leute. So, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da haben wir wieder einiges an Gold gemacht. 24. Tag im Frühling und der Blumentanz ist heute auch noch.
Ich muss heute in die Stadt, arbeite nicht so hart und esse gut zu Mittag. Danke, sieht nett aus. So, wir gucken mal, wie sieht es denn aus mit den Herzen? 12 haben wir jetzt. Wie ich sehe, hast du die Schädelhöhle betreten. Gut gemacht. Ich habe eine weitere Herausforderung für dich. Schaffe es mindestens 25 Ebenen tief. Ich habe einen Berg voll Gold für dich, falls du es schaffst. Dein Freund Mr. Key. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf. Danke, Robin, für das Holz. Ja, können wir immer gebrauchen. Ja, so haben wir jetzt wieder eine neue Quest. Und zwar bis Stufe 25 runterkommen in der Schädelhöhle. Und Mr. Key gibt uns da einiges an Gold für. Ich glaube, so viel Hartholz werden wir niemals brauchen. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber genug haben wir auf jeden Fall. Ja, lass uns das doch hier schon mal direkt wieder ablegen. Okay, die sind tatsächlich draußen geblieben. Ziegen haben wieder keine Milch mehr. Da kriegen wir 2 Brombeeren. So, und hier für den Bereich würde ich dann ganz gerne Sternfrüchte schon mal anbauen. Dazu brauchen wir halt aber den Dünger. Bevor wir unsere ganzen Fische wieder aufbrauchen, um den selbst zu produzieren, kaufen wir den einfach mal. Dieser hat gerade keine Milch. Okay, haben wir hier gar keine Milch jetzt? Okay, war keine gute Entscheidung, das Tor zuzumachen. Jetzt haben wir tatsächlich hier nur einmal den Käse und können keinen neuen produzieren. Verdienstausfall, Leute. Müssen wir auch noch mal gucken. Ich wollte jetzt hier die Bäume schon mal mitnehmen. Dann können wir erstmal bei den Enten wieder reingucken, was da so ist. Und ein bisschen Stoff haben wir ja auch produziert. Da haben wir es. So, was haben wir denn hier für ein Entenei normales? So, wo ist unser Pferd hin? Da oben.
So, was verkaufen wir denn alles? Hier den Grünkohl, den Käse, die Mayonnaise. Ja, Maragoni-Samen verkaufen wir auch mal. Kiefernzapfen auch. Das können wir verkaufen. Den Gelee. Die Mayonnaise. Das lassen wir hier. Stoff sammeln wir mal, bis wir auf 5 kommen. Und die beiden Brombeeren würde ich drin gerne nochmal in die Fässer packen. Da haben wir auch noch was für das Fass. Müssen wir nochmal irgendwie eine Weintraube oder so nehmen. Beziehungsweise, jetzt haben wir ja endlich Sternfrüchte. Lass uns doch mal gucken, was so eine Sternfrucht als Wein wert ist. Das kann dann in der Zeit schon mal produzieren. Gut, Leute, und ja, wenn wir nachher nach Hause kommen, dann machen wir hier das Tor endlich mal zu, dass sie ein bisschen drin bleiben. Können eigentlich hier noch mal ein bisschen Gras mal abbauen. Ich lasse hier noch ein bisschen, damit das wachsen kann. Hatten wir hier unten noch einiges? Da haben wir noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen unsere Bestände auch mal wieder auffüllen. Ich weiß zwar nicht, wie die aussehen, aber schaden kann das nicht, ab und zu auch mal ein bisschen Gras hier zu plündern. Ich will mal ganz gerne nachgucken kurz. Okay, wir sind fast wieder voll. Alles klar. Ja, mit dem Gras, was wir hier so haben, kommen wir auf jeden Fall gut aus. Da ist locker noch ein weiterer Stall drin. Ah, okay. Jetzt sind wir hier ohne Pferd weiter. Bestimmt wegen dem Blumentanz. Ist doch heute gar nicht. Oder war der jetzt gestern? Bin ich hier vertan? Ich habe jetzt auch keinen Kalender hier. Kalender haben wir nur in der Stadt, meine ich. Gucken wir doch mal kurz auf den. Das wundert mich jetzt gerade. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so ein spätes Festival war. Haben wir das etwa verpasst jetzt? Das wäre ja schade. Haben wir uns durch die Wüste ablenken lassen? Nee, ist heute. Blumentanz. Da wird mal einer schlau draus. Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon mal dort? Oder sind wir zu spät zum Wald gegangen? Aber ich glaube eigentlich nicht, oder? War doch noch eigentlich im Soll. Sei denn, es geht halt morgens direkt los.
Aber wir müssen uns schließlich auch um unsere Tiere kümmern. Wir haben ja Verpflichtungen. Ja, ich würde nochmal hingehen. Hi. Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Ja, er ist weg. Da kommt uns Mani nochmal entgegen. Der könnte mir auch nochmal eine Blume geben. Ich weiß nicht, ob sie Löwenzahn auch mag. Danke dir, das sieht nett aus. Doch, mag sie. Sehr gut. Du kannst eine Sense benutzen, um aus Gras Futter zu machen. Oder du kannst es natürlich von mir kaufen. Ich könnte das Geld gebrauchen. Adios. Adios, amigo. Ja, Leute, was ist mit dem Fest los? Ich verstehe es nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass wir wirklich zu spät hier in den Bereich gegangen sind. Aber eigentlich hat man immer fast den ganzen Tag Zeit, um an dem Fest teilzunehmen. Und hier unten ist es doch eigentlich auch. Aber da kommen wir nicht weiter. Naja, gehen wir nochmal in den Wald. Schauen uns da nochmal um. Lea, haben wir die Herzen voll. Evelyn fehlt noch. Robin sieht ganz gut aus. Linus, Louis, Elliot können wir auch noch mal irgendwas schenken. War das so spät? Ich weiß es echt nicht. Ich bin gerade sehr verwirrt, Leute. Sehr gut. Ja, Schleime sterben schon bei einem Schlag. So, hier haben wir alles gesammelt. Es ist jetzt 20 Uhr. Also wenn der Blumentanz jetzt nicht losgeht, das war doch auf jeden Fall tagsüber. Dann weiß ich es auch nicht. Wir gucken nochmal. Aber ansonsten gehen wir nach Hause. Dann war es das halt hier mit dem Blumentanz. Schade, dass wir den dann irgendwie verpasst haben. Warum auch immer. Wir vielleicht morgens direkt hingemusst. Ja, ist immer noch zu. Gut, ich kann es mir nicht erklären. So, jetzt sind die ganzen Tiere auch wieder drin. Jetzt können wir hier das Tor mal zu machen. Ich wollte eigentlich gerne, dass das Gras hier auf jeden Fall komplett wächst. Dann müssen wir da nochmal ein bisschen auf jeden Fall platzieren. Ja, dann bleiben die großen Tiere erstmal drin. Es ist eine Seite aus Mr. Jaspers Buch. Die Kreaturen, die von manchen als Waldgeister
oder Junimus bezeichnet werden, sollen in verlassenen Gebäuden erscheinen, nachdem sie zu Saatgut geworden sind. Als allgemeine Regel gilt, wenn Menschen gehen und die Natur beginnt, ihr Territorium zurückzugewinnen, werden die Junimus zweifellos erscheinen. Eine Volksweisheit besagt, dass die Junimus eine Art resonante Affinität zu Edelsteinen zeigen, die in ihren kleinen Hütten platziert sind. Natürlich stammen all diese Behauptungen aus zweifelhaften, nicht bestätigten Quellen. Soweit ich weiß, wurde selbst die bloße Existenz dieser Kreaturen nie nachgewiesen. Wir haben sie schon gesehen, gerade im Gemeinschaftszentrum. Und es stimmt, die haben dort wirklich so eine kleine Sterne in ihren Hütten. Genau. Ja, Leute, das ärgert mich mit dem Fest hier. Das tut mir echt leid, dass wir das irgendwie verpasst haben. Anders kann ich mir das echt nicht erklären. Gut, schlafen wir. Ja, 7000 Gold. Oh, es regnet. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne einen Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.